In den Südkarpaten Rumäniens befinden sich einige der letzten Urwaldtäler Europas. Seit der Eiszeit von der Außenwelt isoliert, gibt es keine Straßen und Wege, um in diese Täler zu gelangen. Genau diese Wälder wollen mein Kumpel Fabian und ich zu Fuß erkunden, als einige der wenigen Menschen, die überhaupt jemals Fuß in diese Wälder gesetzt haben. Unser Ziel ist das Făgăraș-Gebirge, das größte und höchste Massiv Rumäniens. Über den Hauptkamm wollen wir so in zwei der abgelegensten und wildesten Täler absteigen und diese erkunden. Ich selbst bin in Brașov geboren und immer wieder komme ich zurück nach Hause. Von hier aus sollte also unsere Reise beginnen. Kann ich in der Öffentlichkeit reden? Fabian ist sehr schüchtern, aber wir gehen jetzt einfach los. Denken jetzt richtig durch. So, Reise geht los. Bisschen verschwitzt, minimal. Spät, aber passt schon. Say hello. So, Fabian, wie gefällt dir das Balkan neben? Immer richtig schön am Bahnhof. 2,5 Liter Pulle. Ja. Oh, jetzt kommt es aber raus hier. Ich kann das gar nicht trinken mit auf einer den Balkan. Hand. Warte, hier trink mit der. Transsilvanische Kunst. So, der Fabian schön mit Flussblick hier. Das ist doch mal ein Camp. Gucken wir mal. Ein paar Mücken haben wir schon, ne? Ja. Es hat schon mal hier und da gepikst. Gute. Guten. Der Herr. Und so findet man einen wilden Fabian in seinem natürlichen Lebensraum. Ah, geil. Ja. Keine Sorge, er beißt nicht. Er macht nur komische Geräusche. Wenn Fabian da am Fluss schläft, schlafe ich in einem UFO. So sieht das aus. Aber ein bisschen praktischer für die Berge. Ein paar Nachbarn haben wir auch hier, die gehen angeln. Gleich gibt es erstmal ein bisschen Schnaps. Okay. Warte. Înăuntru se intră aerul. Așa. Ah, jetzt kommt. Nu, numai la început. Putem să cumva turnăm cu așa un... Ah. Die andere Flasche holen. Wo ist die? Wo sind wir hier gelandet? Wollen wir noch auf den Berg gehen oder bleiben wir einfach hier? Wollen wir auch nach Hause. Ich ziehe jetzt hier hin. Ich glaube, wir sind hier für den Balkan gemacht. Im Paradies gelandet, ja? So geil hier. Bohnen, Erbsen, Tomaten und ganz wichtig, ganz, ganz wichtig, 2 Liter Zucker, 1 Liter Zucker, ja. So, was machen wir? Wieder am Essen. Aber immerhin fängt der Wald hier an.
So. Die Valjabreser sind hier. Es geht schon ganz schön steil bergauf. Wir haben aber schöne Pilze gefunden. Der Fabian tut sich schwer. Muss erst mal fit werden. Heute Abend sind wir über der Baumgrenze. Yes, yes. Übermäßig, weißt du? Naja, ja, die Berge sind hier wohl dann in der Nähe. Sind wir im Paradies, wow, oder sind wir im Paradies? Die sind perfekt. Wahnsinn. Junge. Komm, lass dich mal probieren. Warte. Bitteschön. Merci. Und ich jetzt auch. Was sind die gut? Köstliche Wegzerrung. Ja. Na Fabian, schmeckt's? Jetzt mal die roten. Die roten? Yes. Preiselbeeren. Preiselbeeren. Vitamine brauchen wir uns keine Sorgen. Auf keinen Fall. Aber los, du. Jetzt geht es los. Tag Nummer 2. Wohin gehst du denn, lieber Fabian? Da ist denn. Davon, wenn ich Jazz-Background-Sänger werde. Ich sehe dich schon als Jazz-Background-Sänger für das Beyoncé. Auf jeden Fall. Kriegst du noch so ein Paillettenkleid? Machst du die erste Stimme? Nein. Wir haben auch nicht so viele Fotos von mir gesehen. So Fabian, was machst du uns da Schönes? Mal schön hier knusprig anbraten, die Salami, ne? Dabei
guten Schluck circa, ne? Wie Balkan-Style. Yes! Drittes Mal den höchsten Gipfel rumhängen jetzt. Da kommt doch der nächste an. Und ab durch die Pampe. So ist das vorbei. Hip, hip, hip. Oh, das Wetter wird übel die nächsten Tage, also steigen wir erstmal ab. Ich bin heute nicht alleine, sondern mit ein paar hundert Schafen und den Hirten. Ja, sehr nass ist es. Und jetzt müssen wir gucken, wie wir die nächsten Tage improvisieren. Denn ins Tal, wo wir wollten, das wäre mit dem Wetter einfach nur lebensgefährlich. Ja, heute bei den Hirten. Fabian zum ersten Mal bei den Hirten. Jetzt werden sie wieder frisch. Ja. Cice Vasa hier sind. Was ist da? Kangal. 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 Was ist da wie in den Turkchen saukum? Jawohl. Sehr gut. Ich hab's gefilmt. Endlich wieder im Wald. Mit unseren neuen Freunden. Und da sind wir wieder unterwegs, wieder ins Vergarage und auf einem Weg in ein anderes Tal. Mal sehen, wie das Wetter sein wird. Sieht im Moment ein bisschen düster aus. Dann wird es schon überleben. Und das schmeckt, ne? Das schmeckt, ne? An einem Kloster hier. Fabian hat sich gut mit Wachs eingedeckt. Hier übernachten wir heute. Ein Bett für mich, ein Bett für Fabian. Hier haben wir unser Lager aufgeschlagen, an dieser kleinen Hütte. Und ich werde mal eben Pilze suchen. Gibt es einiges, aber viel mit Maden. Und ein bisschen Birkenrinde zum Feuer machen. Und ein gutes Abendessen. Ein leckerer Schmaus. Hopp, hopp, hopp.
was gibt's halt Gutes? Heute gibt's eine gute Pilzeintopf, ne? Ein Risotto. Aber mit Nudeln. Man nimmt, was man kriegt. So, wir versuchen jetzt den Weg ins Tal zu finden. Und dieser Sattel sieht ziemlich vielversprechend aus. Also bleiben wir da drauf und gucken, dass wir einen möglichst wenig steilen Anstieg finden. Und was dann im Tal ist, werden wir sehen. Und natürlich finden wir die ganze Zeit auch so etwas, was das Vorankommen nicht gerade leicht macht. So, also wir sind hier praktisch am Beginn unserer wirklichen Tour. Unter uns liegt das Boyamica-Tal, was wir erkunden wollen, in dem es überhaupt keine Wege gibt. Und das Ziel ist es, dieses Tal so gut es geht zu durchqueren, von wo wir jetzt ins Tal absteigen bis zum Ende des Tales, wo ein Weg wieder anfängt. Und hier befindet sich auch einer der letzten Urwälder Rumäniens, also ein vollkommen ungestörtes Tal, wo nie irgendjemand einen Baum gefällt hat oder ein Weg gebaut wurde. Und das Vergarage ist bekannt dafür, dass es einige dieser Täler hat und ein paar habe ich schon untersucht und in diesem war ich noch nicht. Und darum wollen wir jetzt gucken, dass wir hier absteigen. In Action. Was? Ja. Oh! Okay. Aber das ist drauf. Hui, hui. Uff, uff, uff. So, ich warte oben, ja, wie eben. Sieht gut aus? Geil! Wow! Nasser Fels, was ist schöner auf dieser Welt? Ja, wir müssen erst mal sehen, wie es unten aussieht. Also auf der Karte sah es dann vielversprechend aus. Wie sieht es denn aus? Wegen Schlafen? 200 Meter da, das können wir auch gut abchecken. Ja, lass mal. Da könnten ja Plattformen sein, das ist eigentlich meistens so. Ja. Zum Beispiel? Wir können auch hier irgendwie Rückdeckel ab bis 200 Meter runterlaufen. Ja, warte mal. Das meine ich ja.
Ja, da sind wir jetzt im tiefen Wald und haben irgendwo an einer witzig kleinen Stelle unser Lager aufgeschlagen. Wie man hier sieht. Und jetzt mache ich erstmal Essen. Mit den Steinpilzen hier. Geht klar. So macht man den Balkan eine Kippe an. Die gute Nacht-Zigarette. Und guten Morgen aus dem Urwaldtal. Die Nacht war erstaunlich gut. Und ja, heute folgt Teil 2 des Tales. Heute müssen wir hier raus oder versuchen wir hier rauszukommen. Es ist nicht weit, 3-4 Kilometer Luftlinie. Aber Luftlinie bedeutet ja hier nichts. Wir müssen viel klettern und noch ein anderes Tal überwinden. Also ja, schauen wir mal. Guten Morgen, der Herr Midana. Drehen Sie sich um und sprechen Sie zu der Kamera. Und Aufbruch Tag 2 im Urwald. Los geht's. Los geht's. Runter an den Bach. So, meine kleine Bärenhöhle, oder nicht? Wenigstens ein bisschen Sonne heute. Hier sind wir einfach mal auf einem breiten Tierpfad, der uns das Leben deutlich einfacher macht. Mal sehen, wie lange noch. Einmal ein Bach zum Überqueren. Naja, hier will man nicht sein, wenn es richtig schlimm regnet. Alles so ein Erdrutsch von vor kurzem. Wahrscheinlich von ein paar Tagen. Genau da, wo es so schlimm geregnet hat. Wir sind hier fast am Ausgang vom Bojamika-Tal. Heute kann man sehen, von wo wir gekommen sind, auf diesem kleinen Grat durch den Bergwald, durch den Nadelwald, dann durch den Laubwald, haben da unten irgendwo gecampt und sind dann hier durch das Tal, solange es ging, am Bach entlang und jetzt hier hoch, weil hier unten ein richtiger Canyon ist, da kommt man im Leben nicht durch. Ja, war ein bisschen anstrengend, ein bisschen zerstochen, ein bisschen nass, ein bisschen Kletterei, aber ja, wir haben hier eine Perle der Karpaten vor uns. Heieiei. Und geschafft. Und wieder das war mal ein Ding. In der Welt der Menschen, so gut wie. Das war mal ein Ding. Geil.
Ja, sind wir wieder im Sommer, ne? Alter. Einmal aus Nordschweden, Hochgebirge. Nach Italien. Italien, ja. In einem halben Tag, ey. Wunder, wunder. Ja.